Heute schauen wir uns an, wie das Gänseblümchen den Rasenmäher überlebt. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich da drunter komme, dann... Genau, also alles, was unter den Rasenmäher kommt, wird verschnetzelt. Aber das Gänseblümchen nicht, weil das Gänseblümchen... hat den Trick 77. Trick 77. Das Gänseblümchen überlebt den Rasenmäher nicht nur, es kann auch sofort wieder blühen. Also mit sofort meine ich, etwa 24 Stunden nachher ist es bereits wieder am Blühen. Und der Trick, den das Gänseblümchen macht, den sehen wir hier, wenn wir hier in die Wiese hineinschauen. Wenn man am Stiel runtergeht, dann kommt man irgendwann unten zu den Blättern. Da unten sind Blätter. Und neben den Blättern sieht man so ein Knöllchen. Und das Knöllchen, das ist nichts anderes als eine Blüte, die noch nicht aufgegangen ist. Und jedes Gänseblümchen hat mindestens eins von diesen Knöllchen hier unten parat. Und das Ding da macht nichts anderes als warten, dass eine Kuh kommt oder ein Rasenmäher und das Ding da frisst oder abrupft. Und was dann passiert ist, dass das Gänseblümchen die ganze Energie in das Knöllchen steckt, ins Wachstum von dem Knöllchen. Das heisst, der Stiel verlängert sich, das Knöllchen schwillt an, geht auf, fängt an blühen. Und dann hat man eine neue Blüte. Zum Effekt jetzt messen, habe ich hier so einen Platz von meinem Rasen freigelassen. Und ich habe den eingeteilt in zwei Felder. Das ist das eine Feld und dann ist das andere Feld. Und das Feld hier werden wir jetzt mähen und dann schauen, was passiert. In beiden Feldern habe ich die Stiellängen gemessen von den Blattsprossen aus. Auf 5 cm genau, also das wäre jetzt 12,5 bis zum Blüten kommen. Ich habe eine Liste gemacht im Forschungstagebuch. Also ich habe hier die zwei Plätze, Not Cut und Cut. Also da schneiden wir nicht. Und Cut habe ich 15 zufällig ausgewählte Gänseblümchen in die Stiellängen gemessen. Und da beim No Cut Plot, die wir lassen, auch 15 zufällig ausgewählte. Und dann haben wir so eine ungefähre Ahnung, was die durchschnittliche Länge von diesen Stiel ist. Die Vermutung ist, dass halt das Gänseblümchen zuerst Energie in die Blüte steckt, dass die Blüte aufgeht. Das heisst, es wird dann auch eine niedrigere Blüte sein, wenn wir morgen da gehen schauen. Endlich geschafft! Ja, der Rasenmäher hat jetzt etwa auf eine Länge von 3 bis 5 cm abgeschnitten. Und man sieht jetzt deutlich, die Blätter sind eigentlich nicht tangiert worden. Also das Kraftwerk des Gänseblümchen ist so nah über dem Boden, dass es den Rasenmäher nicht verwünscht. Und zwischen den Blättern sieht man die kleinen Knöspel. Und die einen sind schon eigentlich halb offen. Jetzt sehen wir dann morgen, was da passiert ist. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet, da haben wir nicht auswerten können. Heute am zweiten Tag kommen wir aber und das Resultat ist relativ eindeutig. Das Gänseblümchen hat es geschafft, wieder zu blühen. Hier überall verstreut sieht man offene Gänseblümchen blüten. Natürlich nicht so viel wie dort eine, die wir nicht geschnitten haben. Dort sind immer noch mehr am Blühen. Aber man sieht, sie kommen jetzt zurück. Es hat vielleicht 10% der Blüte im Moment. Aber in den nächsten paar Tagen werden auch die anderen Knospen hochkommen und erblühen. Und dann wird es nach ein paar Tagen wieder aussehen wie da hinten. Wie erwartet, haben die neuen Blüten viel einen kürzeren Stiel. Also die sind durchschnittlich nur 4 cm lang, während die anderen, die wir nicht geschnitten haben, durchschnittlich 9 cm lang sind. Also sind weniger als die Hälfte so lang. Das war also der Versuch mit den Gänseblümchen und wir haben jetzt gesehen, dass ihre Strategie, immer eine Reserveknospe hier unten zu haben, total gut funktioniert.